Die gehackte Stippe war in der DDR ein sehr beliebtes Gericht. In einigen Regionen, zum Beispiel Berlin, wurde sie auch Beamten- oder Lehrerstippe genannt. Egal wie sie auch genannt wurde, sie ging schnell und schmeckte. Hier kommt ein Rezept aus der DDR nach Opas Art. Wie ich diese gehackte Stippe gemacht habe, das erkläre ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die gehackte Stippe war ursprünglich ein Arme-Leute-Essen. Wen wundert es da, dass die Zutaten sehr überschaubar sind? Zum Nachmachen benötigt ihr 500 Gramm gemischtes Hackfleisch, 300 ml Gemüsebrühe, selbstgemacht, eine Zwiebel, ein Lorbeerblatt, 3 Pimentkörner, 1 Teelöffel Mehl, Öl zum Braten, Salz und schwarzen Pfeffer. Übrigens, die Gemüsebrühe habe ich aus selbstgemachter Gemüsebrühepaste gemacht. Wie man Gemüsebrühepaste selber macht, das könnt ihr in dem Video hier oben sehen. Hier nochmal die Zutaten in der Übersicht. Natürlich stehen die Zutaten auch wieder unter diesem Video zum Nachlesen. Und los geht's. Die Gemüsebrühe ca. 30 bis 60 Minuten vorher vorbereiten. Dazu gebt ihr 300 ml Wasser in einen Topf, dann die Gemüsebrühepaste hinzu, alle Gewürze dazu, 30 bis 60 Minuten köcheln lassen und dann abschmecken. Vergesst nicht, die Pimentkörner und das Lorbeerblatt wieder herauszuholen. Dann werden die Zwiebeln geschält und in feine Würfel geschnitten. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen, die Zwiebeln dazu und kräftig anschwitzen. Das Hackfleisch hinzu und kräftig mit anbraten, bis es gar ist. Dann gegebenenfalls nochmal etwas würzen. Dann nochmal mit Salz und Pfeffer würzen. Das Mehl hinzugeben, fein verrühren. Die Gemüsebrühe hinzufügen, alles 15 Minuten köcheln lassen. Und dann ist eure gehackte Stippe fertig. So sieht sie dann aus. Einfach zu machen, aber lecker. Dazu wurde dann gerne Kartoffelstampf gereicht, auch bekannt als Kartoffelpüree oder Kartoffelbrei. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen, lasst es euch schmecken. Das war's von mir, bis hier. Tschüss, euer Kalle.